Guten Morgen, ich heiße Dharma Priya und werde diesen Vortrag halten, den ersten in unserer Reihe zum Thema buddhistischer Meister. Ich habe diesen Namen Dharma Priya als Angehörige des westlichen buddhistischen Ordens und diese 6 Vorträge werden von mir und 2 anderen Angehörigen dieses Ordens gehalten. Die Auswahl, einige Leute haben uns nach der Auswahl und mindestens mir nach der Auswahl dieser 6 buddhistischen Meister, die Themen unserer 6 Vorträge gefragt. Die Auswahl ist rein subjektiv, rein persönlich. Also Leute, die 2 Vorträge, die ich halte, 2 Leute, die mich ansprechen und so weiter bei meinen Kollegen Dhammaloka und Shatipada. Und das ist sehr wichtig, dass man einen persönlichen Bezug nicht nur zum Thema eines Vortrags hat, sondern besonders, wenn man über einen Menschen spricht, über einen buddhistischen Meister. Weil ein solcher Bezug besteht aus Inspiration. Man wird vom Leben, vom Werdegang dieses Menschen inspiriert. Und Inspiration ist ein extrem wichtiger Faktor auf dem buddhistischen Weg und sehr eng mit dem Ideal selber und mit dem Ziel verbunden. Und dies ist schon ein Grund, warum wir das Thema buddhistische Meister gewählt haben. Es ist ein Thema, das sehr eng mit Inspiration zusammenhängt. Ich werde nicht versuchen, Meister zu definieren. Hoffentlich wird mein Verständnis dieses Begriffs klarer werden, einfach im Laufe durch den Inhalt des Vortrags. Also der erste buddhistische Meister in unserer Reihe ist auch chronologisch gesehen die erste Person in dieser Reihe. Und es ist Ananda. Ananda, ein besonders enger Schüler des historischen Buddha. Und der ganze Rahmen, der Hintergrund seines Lebens ist das Leben des historischen Buddha, Gautama Siddhartha. Und wie der historische Buddha ist er in Nordostindien geboren und lebte in Nordostindien. Und wie der historische Buddha stammte er aus der Kriegerkaste. Da manche hier möglicherweise nicht so viel vom Leben des historischen Buddha wissen, werde ich sehr kurz was dazu sagen, weil es ist sehr relevant zum Leben Ananda. Also nach der üblichsten Chronologie ist der historische Buddha im Jahre 563 vor unserem Zeitalter geboren. Es scheint, dass er sehr liebevoll erzogen worden ist, Sohn des Raja, nicht ganz eines Königs, könnten wir sagen, eher eines adligen Präsidenten der aristokratischen Republik des Shakya-Stammes. Also er war Sohn des vornehmsten Mannes in diesem Stamm, in dieser kleinen Republik an der nepalesischen Grenze. Und der historische Buddha ist als Krieger erzogen worden. Wie gesagt, ist er sehr liebevoll erzogen, ihm wurde alles gegeben, nichts vorenthalten. Und trotzdem war er letztendlich unbefriedigt. Und zwar wegen der Bedeutungslosigkeit des gewöhnlichen Lebens. Also mit 29 ist er in die Hauslosigkeit gezogen, ganz nach guter alter indischer Tradition, um sich der Wahrheitssuche zu widmen, als wandernder Bettler. Und nach der Tradition, 6 Jahre später, mit 35, auf Grundlage von Meditation, fand er die Wahrheit, sprich er gewann Erleuchtung, erreichte Nirvana, um gewisse Ausdrücke zu benutzen. Was ist Nirvana im buddhistischen Sinne? Das ist ein Thema an sich, für einen Vortrag oder besser noch für eine ganze Vortragsreihe. Also ich werde sogar nicht versuchen, das zusammenzufassen, sondern nur sehr vage dahin zu deuten. Man kann es nicht zu genau machen, weil es wird immer wieder betont, es ist eine undefinierbare Erfahrung. Aber erst können wir betonen, es ist eine Erfahrung, es ist nicht bloß ein Konzept. Und ganz traditionell wird auf 3 Faktoren hingewiesen, die sehr wichtig sind, um irgendwie zu verstehen, irgendwie ein Gefühl zu kriegen, was Nirvana sein könnte. Und diese 3 Faktoren, die enthalten sind in Erleuchtung, sind traditionell absolute Weisheit. Also der erleuchtete Mensch ist weise, genießt absolute Weisheit. Ein grenzenloses Mitgefühl als 2. Und unerschöpfliche Energie. Andersrum gesagt, auf etwas andere Art, es wird gesagt, dass der Erleuchtete die Welt erlebt, wie sie wirklich ist. Und das bedeutet, dass er imstande ist, dass er fähig ist, im Einklang mit der Wirklichkeit, im Einklang mit der Wahrheit zu leben. Implizit darin steckt die Behauptung, dass der Unerleuchtete, der gewöhnliche Mensch,
wir, mindestens meisten, die meisten von uns, nicht im Einklang mit der Wahrheit leben, nicht im Einklang mit der Wirklichkeit. Und ein Vergleich ist, man stellt sich vor, eine Wand, einfach eine ganz gewöhnliche Wand oder eine Mauer, wenn du eine Mauer lieber hast. Und irgendein Mensch, der die Mauer nicht sieht, wird möglicherweise in die Mauer reingehen und wird sich möglicherweise verletzen, wehtun. Ein unerleuchteter Mensch ist ein bisschen wie so ein Typ, der in eine Mauer reingeht. Vielleicht nicht so sehr, weil er die Mauer nicht sieht, sondern weil er verweigert, die Mauer zu sehen, weil er verweigert, die Mauer wahrzunehmen. So ist ein Unerleuchteter. So nach diesem Vergleich sind wir wie Menschen, die die Tatsachen der Natur, der Welt verleugnen. Der Erleuchtete, er sieht die Mauer und geht einfach nicht in die Mauer rein. Also er leidet nicht darunter. Es ist, als ob er einer der sehr wenigen Menschen wären, die die Mauer sehen, die da sind, und die Türen sehen, die in der Mauer sind. Aber zurück zu dieser Qualität von Mitgefühl, von grenzenlosem Mitgefühl. Weil ein Erleuchteter ein Mitgefühl für seinen Mitmenschen, für sein Mitwesen hat, führt es dazu, dass er versucht zu helfen. Und zwar die größte, beste Hilfe, die er geben kann. Und das ist, er versucht anderen zu helfen, dass sie auch die Mauer und die Türen sehen. Das heißt, er lehrt. Das ist der Grund, warum ein Erleuchteter lehrt, die Wahrheit lehrt, den Weg lehrt, der zur Erleuchtung führt, damit andere Leute auch aufhören, sich zu verletzen, aufhören zu leiden, auch die Freiheit der Erleuchtung genießen. Nach der buddhistischen Überlieferung lehrte der historische Buddha ungefähr 45 Jahre lang nach seiner Erleuchtung bis zu seinem Tode. Er wanderte weiter einfach als Bettler durch Nordostindien und meditierte und unterrichtete. Und seine Anhängerschaft wuchs und wuchs und wuchs. Sie wurde eine regelrechte Gemeinschaft, eine Gemeinschaft teilweise aus Leuten, die versuchten, seiner Lehre zu folgen und zu Hause blieben, und teilweise aus sogenannten Bhikshus. Bhikshu wird normalerweise als Mönch übersetzt, was nicht so behilflich ist. Das Wort bedeutet mehr oder weniger Bettler. Und es sind Leute, die betteln mussten, weil sie haben, können wir grob sagen, sie haben Vollzeit meditiert. Die waren Vollzeit-Buddhisten. Deshalb hatten sie keine Zeit, Geld zu verdienen, und haben einfach gebettelt um ihre Nahrung. Wenige Jahre nach der Erleuchtung des historischen Buddha ist er zurück zu seiner Heimatrepublik gekehrt, zum Shakya-Stamm, und ist dort so gefeiert. Und viele junge Männer haben ihm gefolgt, sind Bhikshus geworden. Auch besonders viel unter seiner großen Verwandtschaft dort. Und das ist kein Zufall, weil, wie gesagt, stammt er aus der Kriegerkaste, aus dem Adel, Kleinadel, könnten wir sagen. Und nach der indischen Vorstellung war ein Leben von Weltentsagung, die Suche nach der Wahrheit, was ganz Edles, könnten wir sogar sagen, ritterlich. Wir könnten es mit der Gralsuche im Westen vergleichen. Unter diesen Verwandten waren einige Vetter des historischen Buddha und auch Ahnende, über den dieser Vortrag handeln soll. Ahnende war ein Vetter, väterlicherseits, des historischen Buddha. Es ist nicht ganz klar, ob er bei dieser Gelegenheit, ein, zwei Jahre nach der Erleuchtung des Buddha, Bhikshu geworden ist, sozusagen Vollzeit-Buddhist geworden ist. Auch Ahnende ist als Krieger erzogen, war Adliger sozusagen. Es ist nicht ganz klar, wann er geboren ist. Nach einer Tradition ist er am selben Tag geboren als der historische Buddha. Nach anderen war er 20 Jahre jünger. Und es ist ähnlich mit seiner Entscheidung, Bhikshu zu werden. Manche Traditionen sagen mit 25, andere mit 37. Also die Inder legten nie besonders viel Wert auf Chronologie und Geschichte. Es ist auch nicht ganz klar, was seine spezifische Motivation war, warum genau er sich entschied, das häusliche Leben zu verlassen. Aber wir können annehmen, dass viele der Gründe, die seine, wir sagen, Altersgenossen und Standesgenossen bewegt haben, haben auch ihn bewogen. Der historische Buddha spricht häufig von der staubigen, muffigen Seite des häuslichen Lebens und wie frei im Vergleich das Leben eines Wahrheitssuchers ist. Und wenn Adlige ein verhältnismäßig junger Mann aus so einer adligen Kaste war,
der sehr als Krieger, als abenteuerlustiger Edelmann erzogen wurde, können wir sehen, wie so ein Spruch ihn angesprochen haben möchte. Sachen wie Geld, Karriere, materielle Sicherheit galten wirklich als unwürdig, als unwürdige Ziele für Leute seiner Kaste. Eher, dass sie heldenhaft kämpfen sollten. Und der Buddha hat sehr, sehr viel die Sprache des Krieges benutzt in seiner Lehre. Aber es war nicht Krieg gegen Menschen, sondern Krieg gegen Unwissenheit, Krieg gegen Gier, Krieg gegen Verblendung, Krieg gegen Leid. Und wir können, glaube ich, annehmen, dass sowas den Ahnende auch angesprochen hat. Also irgendwann um diese Zeit ist Ahnende in den Orden des Buddha aufgenommen, als Bhikshu, als Vollzeit wandernder Suche nach der Wahrheit. Ohne Hab und Gut, mit einem Zölibatsgelübde, und er wandert wie die anderen und bettelt für seine Nahrung wie die anderen und meditierte wie die anderen. Er lauschte den Dharma, die Lehre des Buddha, und besprach den Dharma mit anderen Anhängern und dachte darüber nach. Wir wissen sehr wenig über seine persönlichen Lehre, weil jeder junge Bhikshu kriegte sozusagen zwei persönliche Lehre. Es ist überhaupt nicht klar, wer sie waren. Verschiedene Namen werden genannt. Wir wissen doch viel mehr über den Inhalt der Lehre. Und das ist auch typisch für Indien um diese Zeit. Leute kümmerten sich nicht so sehr um genaue Namen oder um Zeitrechnung, aber sehr über die Philosophie und über die Lehren, die damit geknüpft waren. Also Ahnende bekam selbstverständlich die allgemeine Lehre des historischen Buddha. Aber ganz speziell, die Sachen, die ihn ansprachen und ihm halfen, so seinen ersten Durchbruch zu machen, war die Lehre von der Substanzlosigkeit des Ich. Von der Tatsache, dass eine Person keinen festen, unveränderlichen, permanenten Kern hat. Nichts wie eine ewige Seele, die sich nie verändert, sondern es ist eher ein Prozess. Aber es genügte nicht bloß, das theoretisch zu verstehen. Ahnende musste das einsehen, wirklich erleben. Und er erlebt es, soweit wir wissen, auf Grundlage von einer Analyse der Person und der Persönlichkeit, als ob er die Person fast atomarisch untergeteilt hätte. Und dann übte eine Meditation des Nicht-Anhaftens an diese Persönlichkeitsteile. Und nach der Tradition, innerhalb eines Jahres, ist er in den Strom eingetreten, hat er Einsicht in die Wahrheit, in die Wirklichkeit gewonnen. Das heißt, er hat die gröbsten Schleier der Unwissenheit abgeworfen. Er war teilweise im Einklang mit der Wirklichkeit. Also nicht voll erleuchtet, aber überhaupt nicht ein gewöhnlicher Mensch, so viel mehr im Einklang mit der Wahrheit. Soweit wir wissen, fand Ahnende das mönchische Leben ganz angenehm. Er war immer zufrieden damit. Er war nicht der Mensch, die Art von Menschen, der grübelt, der sich das Leben schwer machte oder der sich das Leben von anderen schwer machte, sondern im Grunde genommen scheint er ein sehr glücklicher Mensch gewesen zu sein. Friedlich, sehr beliebt von anderen und rücksichtsvoll und trotzdem ein sehr emotionaler Typ. Häufig kennen wir oder hören wir von Menschen, die so sehr liebevoll und beliebt sind, aber dann sind sie oft vielleicht ein bisschen schwammig. Ahnende scheint überhaupt nicht zu sein, sondern eine sehr ungewöhnliche Mischung von Sanftheit und gleichzeitig mit einem sehr starken, ausgeprägten Charakter. Als der historische Buddha 55 wurde, berief er eine Versammlung seiner größten Schüler und Ahnende war anwesend. Und der Buddha hatte ein Problem. Traditionell hatte der Buddha immer einen Begleiter, einen Assistenten, können wir sagen, der Sachen für ihn tat. Und bis dann hat er wirklich keinen tüchtigen, guten Begleiter gehabt. Immer irgendjemand, der plötzlich so andere Ideen hatte und ließ ihn im Stich. Also der Buddha fragte die Schüler, wer könnte so sein Begleiter sein? Irgendjemand, der zuverlässig und fähig sein würde. Und jeder erleuchtete Schüler, der da anwesend war, bat sofort seine Dienste an. Und der Buddha lehnte ab. Der Einzige, der seine Dienste nicht angeboten hatte, war Ahnende. Und sie schauten Ahnende an und fragten ihn, warum er geschwiegen hat. Und seine Antwort, er würde es sehr gern tun, dem Buddha dienen, aber der Buddha selber wusste am besten, wen er haben wollte. Also der Buddha bat Ahnende, sein Diener, sein Begleiter zu werden. Ahnende stellte aber 8 Bedingungen. 8 sehr wichtige Bedingungen.
Die ersten vier Bedingungen sind, können wir sagen, negative Bedingungen. Und mehr oder weniger, sie gehen darum, dass der Buddha keine Geschenke, keine Auszeichnungen, die er bekommen sollte, weitergeben sollte an Ahnende. Also Ahnende wollte so nicht keinen materiellen Vorteil bekommen aus seinem Verhältnis zum Buddha. Und der Grund ganz ausdrücklich war, man hätte sonst sagen können, er nehme die Stelle an wegen der materiellen Vorteile. Und es war sehr wichtig für den Buddha auch, was Leute über seinen Begleiter denken würden. Die anderen vier Bedingungen sind eher positiver Natur. Die sind Bedingungen, die es ermöglichen sollten, dass Ahnende weiter an sich arbeiten könnte. Weil er war schon, hatte schon Einsicht in die Wirklichkeit, aber keine volle Einsicht. Er war noch nicht erleuchtet. Zum Beispiel unter diesen Bedingungen steht, dass er jederzeit da dürfen sollte, dem Buddha Fragen zu stellen, die mit dem Dharma zu tun hatte. Also wenn er überhaupt Schwierigkeiten hatte mit seiner Praxis, dürfte er Fragen stellen. Und zweitens, auch sehr wichtig, er bekam das Recht sozusagen, vom Buddha jede seiner Lehrreden zu hören. Also wenn der Buddha irgendwo anders ohne Ahnende sein sollte und eine Lehrrede halten sollte, dann würde er Ahnende diese Lehrrede wiederholen. Und der Buddha stimmte diesen Bedingungen zu. Wir wissen nicht, wie alt Ahnende war um diese Zeit. Vielleicht war er 35, vielleicht war er 55. Wir wissen nicht, wie lange Bhikshu da war. Vielleicht nur ein Jahr, vielleicht schon 18 Jahre. Es gibt sogar heftige Streite in wissenschaftlichen Zeitschriften darüber. Das Letzte, was ich gelesen habe, irgendjemand wurde abgekanzelt von seinem Gegner darüber. Aber immerhin, was klar ist, ohne Zweifel, ist, dass Ahnende jetzt 25 Jahre lang persönliche Begleiter des Buddha wurde. Das waren die nächsten 25 Jahre der Leben, der zwei, und die letzten 25 Jahre des Lebens des historischen Buddha. Und Ahnende war sein ständiger Begleiter, Diener, Helfer. Und so zuvorkommend und liebevoll fuhr er seine Aufgaben aus, dass er dafür berühmt wurde. Also was bedeutet es, Begleiter des historischen Buddha zu sein? Er war Diener, Assistent, Sekretär, Vertrauter, Stellvertreter, alles Mögliche. Mutterersatz, wenn man wollte. Und wie gesagt, ist er berühmt geworden, wie gut er diese Arbeit alle ausgeführt hat. Und es war vielleicht für ihn verhältnismäßig leicht, das zu tun, weil er sehr viel Hingabe spürte für den Buddha. Und gleichzeitig war der Buddha nicht nur sein Meister, sondern auch sein persönlicher Freund. Und woraus bestand sein Amt? Erstens aus vielen kleinen Sachen. Er holte Wasser für den Buddha zum Trinken, zum Zähneputzen wird ausdrücklich gesagt. Er machte so Sitzplätze für ihn bereit, in Versammlungen zu meditieren, Liegestätten für die Nacht. Er wusch seine Füße und massierte seinen Rücken und besonders als der Buddha älter wurde, seine Arme und seine Schulter. Er fächelte ihn, wenn es heiß wurde und kehrte seine Zelle aus. Er flickte seine Kutte. Er schlief in der Nähe, damit er immer so hilfsbereit war zu helfen in der Nacht. Er war so der Bote, wenn der Buddha Nachrichten hatte für andere. Und im Auftrag des Buddha rief er die Bhikshus zusammen, so für Versammlungen oder wenn der Buddha was zu sagen hatte. Er brachte der Buddha Nachrichten von politischen Ereignissen, von allgemeinen Ereignissen, die von Wichtigkeit sein könnten. Und im Allgemeinen können wir sagen, er schmierte die Bahnen der Kommunikation zwischen den Anhängern und Besuchern und dem historischen Buddha. Er arrangierte Interviews, er machte es möglich. Er scheint ein ganz natürlicher Diplomat gewesen zu sein. Aber es war mehr als solche Dienste, als ein abtrünniger Anhänger versuchte, den Buddha zu ermorden, indem er einen wilden Elefanten auf den Buddha losließ, stellte sich Ahnende körperlich vor den Buddha und verweigerte, sich zu entfernen. Nach der Überlieferung hat der Buddha selber ihn dann durch seine übernatürliche Kräfte entfernt. Also er zeigte nicht nur so fürsorgliche Seiten, sondern auch heldenhafte Seiten. Und nicht nur in Bezug auf den Buddha, sondern auch zugunsten anderer. Am Anfang der buddhistischen Geschichte durften nur Männer Bhikshus werden. Die Gründe sind vielfach, aber unter anderem, es war einfach gefährlich. Indien war ein wildes Land und
Es war Anfang der Zeit, dass man die großen Urwälder Nordindiens rodete. Also es war sehr viel Urwald dort, viele Räuber, das kommt immer wieder durch die buddhistische Literatur. Also erstens war es gefährlich. Zweitens, der Buddha und seine Anhänger unterschätzten nicht die Kraft und die Gefahr von sexuellen Spannungen im Sangha, in der Gemeinschaft. Aber auch viele Frauen wollten sich dem geistigen Pfad des Buddha Vollzeit widmen. Also sie waren nicht zufrieden, zu Hause zu leben, verheiratet zu bleiben und dem Weg zu folgen. Also sie wollten die günstigsten Bedingungen haben, genau wie die Bhikshus. Und die erste eindeutige Bitte, von der wir wissen, diese Richtung kamen aus dem Stamm des Buddha selber, von den Shakyas. Und er sagte nein. Und dann seine Tante, Mahaprajapati Gautami, mit einer kleinen Schar von edlen Frauen der Shakya sind zu Fuß gegangen. Sie haben sich selber sozusagen eingeweihten Kutte angezogen und kamen zum Buddha in der Stadt Vaishali. Und dreimal flehte Mahaprajapati Gautami den Buddha an um Aufnahme in den Orden. Und dreimal lehnte er ab. Und Ananda sah sie in Tränen so außerhalb der Hütte des Buddha. Und er fuhr den Grund und ging selber zum Buddha und bat auch für sie und wurde auch abgelehnt. Und dann, als guter Diplomat, stellte er eine Frage, eine Schlüsselfrage. Können wir sagen, die grundsätzliche Frage. Er fragte einfach, ob eine Frau imstande sei, Einsicht und Erleuchtung zu gewinnen, wenn sie in die Hauslosigkeit zöge und der Buddha-Lehre folgte. Und der Buddha antwortete, ja. Also, weil er in dieser Hinsicht ja geantwortet hat, kam es zur Annahme der Frauen als Bhikshunis, unter Bedingungen, die ihr geistigen Leben förderten. Unter diesen Bedingungen wurde ganz klar ausgeschrieben, was für Eigenschaften ein Bhikshu, also ein männlichen Schüler des Buddha haben musste, um Lehrer von Bhikshunis zu werden. Ihr erinnert euch, ich habe erwähnt, so ein Grund für den Vorsicht des Buddha war die Gefahr der sexuellen Spannungen, Polarisierung im Sangha, in der Gemeinschaft. Also die Eigenschaften, die er von einem Bhikshu verlangte, der Lehrer werden sollte von den Frauen, war erstens viel Erfahrung im Sangha, in der Gemeinschaft, Weisheit, Tugend und auch, besonders wichtig, dass er fähig sei, Leute zu inspirieren, also nicht bloß Wissen zu vermitteln. Und weiter noch, dass sie ihn gern hätten. Er sollte so geliebt werden und gemocht werden. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Ananda unter den beliebtesten Lehrer der Bhikshunis wurde. Seine Lehrtätigkeit war aber nicht bloß auf die Bhikshunis begrenzt. Er war auch ein beliebter Lehrer von Laien und von Bhikshus. Es ist interessant und sehr wichtig, weil er ist vielleicht nach den Überlieferungen der einzige nicht erleuchtete Schüler des Buddha, der Ruhm erlangte als Lehrer. Alle anderen, die Ruhm erlangten als große Lehrer, waren wie Shariputra, der Weise, erleuchtete. Es gibt aber Gründe dafür, warum Ananda, obwohl noch nicht erleuchtet, trotzdem ein sehr guter, berühmter Lehrer wurde. Sein Verstehen war sehr groß, sein Verstehen von der Buddha-Lehre. Er hatte doch Einsicht und scheint sehr klar gewesen zu sein in seinen Gedanken. Und mindestens so wichtig, er war ein extrem warmer, liebevoller Mensch. Also er konnte so sehr deutlich, den Dharma sehr deutlich auslegen und auf eine Art, die annehmbar war. Und der Buddha selber bat Ananda häufiger, ihn als Lehrer zu vertreten. Und ging noch weiter, er lobte Ahnendes Auslegungen des Dharma, der Buddha-Lehre. Er ging noch weiter als das. Einmal hörte der Buddha, dass Ananda eine Lehrrede vor einem König gehalten hatte, einem König aus einem Nachbarstaat. Und der Buddha behauptete, der König sei gesegnet, weil er die Gesellschaft und den Anblick von Ananda genossen hatte. Der Buddha lobte oder kennzeichnete manche seiner Schüler als ja die Ersten in irgendeiner Eigenschaft. Zum Beispiel Shariputra, ein anderer sehr berühmter Schüler, war wirklich der Erste in Weisheit und galt im Allgemeinen als der Weiseste nach dem Buddha.
oder Mogollane galt als der Erste in übernatürlichen Kräften und hatte sehr viele sehr merkwürdige Erlebnisse. Aber Ananda war wieder der einzige Nicht-Erleuchtete, der einzige Nicht-Arhat, dem der Buddha so eine Auszeichnung verlieh, der Erste in einer spezifischen Fähigkeit zu sein, und zwar in 5 Fähigkeiten. Die ersten 3 hängen zusammen. Dem Buddha nach war Ananda der Erste unter denjenigen, die viel gehört hatten, was vielleicht merkwürdig klingt, aber ich erkläre es nachher. Und auch der Erste unter denjenigen, die ein gutes Gedächtnis hatten, und der Erste unter denjenigen, welche die Reihenfolge des Erinnerten bemeisterten. Und was es wirklich bedeutet ist, dass er imstande war, unvoreingenommen Sachen aufzunehmen, was er hörte, und dann die Sachen nicht nur aufzunehmen, sondern zu behalten, zu verstehen, umzusetzen und weiterzugeben. Und er gewann so den besonderen Titel Beschützer des Dharma. Also sein Verständnis, seine Verwicklung, könnten wir fast sagen, mit der Buddha-Lehre war sehr, sehr eng. Sein Gedächtnis war phänomenal. Wir können es vielleicht nur vergleichen mit der Tradition in Altgriechenland, wo die Gedichte zum Beispiel von Homer auswendig gelernt wurden. Die wurden einige Jahrhunderte lang nicht niedergeschrieben, sondern mündlich tradiert und weitergeliefert und weitergegeben. Und Menschen können ihr Gedächtnis so trainieren. Und diese Tradition überlebte in Europa bis ins letzte Jahrhundert, mindestens in Jugoslawien. Aber in Indien ist es immer noch eine Tradition teilweise. Wenn man zum Beispiel Sanskrit gründlich lernt, lernt man die Hunderte von Regeln der Sanskrit-Grammar auswendig und rezitiert sie täglich immer noch. Aber Ananda hörte fast alle Buddha-Reden und speicherte sie in seinem phänomenalen Gedächtnis. Er war häufig bei dem Buddha und wenn er nicht dabei war, hat der Buddha die Reden ihm wiederholt. Und das ist der Grund, warum am Anfang von jedem buddhistischen Sutra, von jeder Lehrrede, stehen die Worte, so habe ich gehört. Wer da spricht, ist Ananda. So hat er gehört. Oder wenn es eine, sagen wir, etwas später gefasste Sutra, es wird ihm zugeschrieben, diese Worte. Aber wir dürfen nicht glauben, dass Ananda so gehirnlos wie ein Tonbandgerät funktioniert hat. Er hat nicht bloß aufgesaugt, wie irgendeine Art von intellektueller Staubsauger, sondern er fragte und fragte unaufhörlich nach. Und er fragte alle Arten von Fragen. Das ist ein Grund, warum manche moderne Kommentatoren glauben, dass er eigentlich ziemlich dumm war. Aber wenn man ein bisschen näher liest, glaube ich, es stimmt überhaupt nicht. Wenn der Buddha so irgendjemand fragen würde, könntest du dich ein bisschen dahin bewegen, würde er sofort fragen, warum. Weil häufig hatte es wirklich einen Grund und war es nicht nur, weil der Buddha so den Schatten nicht da haben wollte. Er fragte immer, warum der Buddha dies statt das gesagt hat, warum er später aufgestanden ist und so weiter. Und sehr viele wichtige Erklärungen im buddhistischen Kanon entspringen solche Fragen, Ahnendes. Die letzten 2 der 5 hervorragenden Eigenschaften Ahnendes. Er war dem Buddha nach der Erste unter denjenigen, die sich unerschütterlich bemühten. Also, er genoss Tatkraft. Und er war der Erste unter den Begleitern. Dazu brauche ich nichts weiteres zu sagen. Wenn ich versuche, so ein Bild von der Persönlichkeit Ananda zu gewinnen, sehe ich so persönlich 3 Hauptmomente. Erstens, er hatte transzendente Einsicht. Er ist in den Strom eingetreten. Also er war imstande, viel mehr als wir, Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind. Er hat die Grundlage für Klarheit erworben. Zweitens, seine Tatkraft. Er arbeitete unermüdlich an sich. Obwohl er extrem viel für den Buddha gemacht hat, meditierte er weiter für sich, lehrte, half, er war ständig behilflich. Drittens, vielleicht das Wichtigste, war die Liebenswürdigkeit und die Güte Ahnendes. Wir können sehen, er hatte ein gutes Herz oder ein goldenes Herz. Sein Mitgefühl für andere zeigte sich wieder und immer wieder, wie ich vorher erwähnt habe, für Mahaprajapati Gautami, für die Tante des Buddha. Auch seine Hingabe und Devotion zum Buddha. Und im Allgemeinen eine liebevolle Freundlichkeit für alle. Er war sozusagen ein natürlicher Freund. Und seine Freundschaften zu anderen Bhikshus werden wirklich gefeiert im buddhistischen Kanon. Es scheint, er war einfach nicht imstande, beleidigt zu werden. Leute haben ihn kritisiert
und er hat die Kritik einfach angenommen oder manchmal abgelehnt, aber scheint nie beleidigt zu werden. Er hatte unheimlich viel Geduld, was als Sekretär des Buddha sehr notwendig war, weil er kriegte ständige Bitten und Forderungen, aber scheint immer geduldig gewesen zu sein. Er war wirklich im Mittelpunkt der Scheinwerfer, aber hat nie so Hass auf sich gezogen. Er war auch ein sehr wirksamer Schlichter in Streitigkeiten zwischen anderen und ist auch in dieser Rolle geschätzt. Es ist sehr leicht für viele Leute nett und warm und so weiter beliebt zu sein, wenn sie sich nie eindeutig ausdrücken, wenn sie nie klar Stellung nehmen. Aber beliebt zu bleiben, wenn man eindeutig Stellung nimmt und klar Nein oder Ja sagt und auch kritisiert, ist sehr ungewöhnlich. Es scheint aber, als ob Ahnende einer dieser sehr ungewöhnlichen Menschen war. Also er blieb ganz beliebt, obwohl er sehr direkt und sehr ehrlich war mit seinen Meinungen. Und ein Wissenschaftler glaubt, dass es stammt davon, dass er wirklich voll ohne Stolz war, ohne Überheblichkeit und sehr um das Wohl aller bedacht war. Wir wissen ziemlich viel über Ahnende in den letzten Monaten des Lebens des historischen Buddha. Der Buddha wanderte durch Nordostindien mit Ahnende und vielen anderen Bhikshus und nahm Abschied von verschiedenen Ortschaften, Stämmen, Leuten und hielt viele Vorträge und führte viele Gespräche mit Ahnende. Es gibt auch eine merkwürdige Geschichte über Ahnende und der Lebensdauer des Buddha, aber das ist ein verhältnismäßig großes Thema an sich und wenn irgendjemand Interesse hat, nachher können wir es besprechen. Aber der Buddha erkrankte und sie kamen nach Kusinara im Nordosten und Ahnende bereitete eine Lagerstätte zwischen zwei Bäumen für den Buddha. Und es gab viele Wundererscheinungen. Bäume blühten so außer der richtigen Jahreszeit. Und der Buddha gab Ahnende Hinweise für seine Todesfeier, für seine Leichenverbrennung. Ahnende, von Kummer überwältigt, zog sich zurück und weinte und sagte, der Meister, der mir so gütig ist, wird nun bald dahinscheiden. Der Buddha hörte davon und ließ Ahnende von anderen holen und tröstete Ahnende und vor allen anderen und vor Ahnende sprach, habe ich nicht früher schon gesagt, dass wir uns von allem, was uns lieb und teuer ist, einmal trennen müssen. Was entstanden und geworden ist, muss zugrunde gehen und hinscheiden. Anders ist nicht möglich. Lange hast du dem Vollendeten in Liebe und Treue beigestanden, in Werken, Worten und Gedanken immer auf sein Wohl bedacht. Viel Gutes hast du getan, Ahnende. Ringe nun weiter. Bald wirst du Befreiung erlangen. Trotzdem war Ahnende sehr bestürzt, als der Buddha starb und verbrachte die Nacht in Dharma-Besprechungen, in Besprechungen über die Buddha-Lehre mit seiner erleuchteten Halbbrüdern, Aniruddha. Und dann zusammen organisierten sie die Todesfeier des Buddha. Verständlicherweise zog Ahnende sich zurück nach dem Tod des Buddha. Er zog sich in einen Wald zurück, um entschlossen um Erleuchtung zu ringen. Aber dies wurde bekannt. Viele Leute brauchten Trost nach dem Tode des Buddha. Und an wen wandten sie sich? Na, an Ahnende. Also viele Schüler kamen, um Trost zu suchen. Und wie immer war er sehr zuvorkommend und hatte keine Zeit, selber zu meditieren. Aber um die gleiche Zeit haben die erleuchteten Mönche ein großes Konzil einberufen, wo Ahnendes Anwesenheit wirklich notwendig war, weil er war der große Kenner der Lehrreden des Buddha. Aber Ahnende war noch nicht erleuchtet. Und diese Tatsache funktionierte als ein Ansporn, als den Ansporn, den er brauchte. Und er zog sich doch von den anderen Leuten zurück und meditierte über den Körper. Das war Thema seiner Meditation. Bis sehr spät in die Nacht, scheinbar ohne Erfolg. Also er meditierte draußen unter Bäumen. Also er zog sich zurück in eine kleine Hütte und war dabei, sich hinzulegen. Nach der Tradition war er noch halb im Sitzen und nur halb im Liegen, so halb umgekippt,
als er volle Erleuchtung erlangte, die letzten Fesseln durchbrach. Sozusagen, als er plötzlich losließ, blickte er durch und gewann die ganze Frucht seiner Bemühungen. Und am folgenden Morgen erschien er im Konzil mit den anderen erleuchteten Schülern des Buddha und rezitierte vor ihnen die Lehrreden des Buddha. Immerhin, aus verschiedenen Gründen bekam er noch Kritik wegen 7 angeblichen Verstöße gegen die Bhikshu, gegen die Mönchsregel. Ananda sah nichts Falsches wirklich in seinem Verhalten, aber aus Vertrauen in den anderen war er sehr bereit, ihren Urteil anzunehmen. Das Konzil bat Ananda, einen der letzten Hinweise des Buddha durchzuführen. Und zwar, es ging um einen Bhikshu namens Channa. Er sollte aus dem Sangha, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, weil er so stur war und verfeigerte sein unheilsames gewalttätiges Verhalten zu ändern. Ananda hat diesen Auftrag so geschickt durchgeführt, dass dieser Bhikshu plötzlich den Drang spürte, sein Verhalten doch zu verändern, bemühte sich so sehr, dass er innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit Erleuchtung auch erlangte. Nach dem Tode des Buddha hat eine der vornehmsten Schüler, Mahakashyapa, sozusagen die Leitung der Gemeinschaft übernommen. Aber nach seinem Tode, einige Jahre später, ist Ananda Leiter der Bhikshu-Gemeinde geworden. Traditionell lebte er bis er sehr alt war, traditionell bis 120. Was wir daraus verstehen sollen, ist nicht klar, obwohl es scheint aus anderen Indizien fast sicher, dass er wirklich sehr alt war, als er starb. Und was hat er in diesen letzten Jahren gemacht? Er hat gelehrt, sehr viel gelehrt. Und insbesondere hat er jüngere Schüler, jüngere Anhänger ermutigt, ihnen Mut gemacht. Als er am Sterben war, war er wie sein geliebter Vetter der Buddha, auch auf Wanderschaft. Und dass er immer schwächer und kranker wurde, wurde bekannt. Und die Fürsten und Höfe der 2 benachbarten Länder in diesem Teil Indiens hörten davon und kamen nach. Er, Ananda, wollte keinen Streit um seine Relikte haben, er wollte solchen Streit vermeiden. Also zog er sich in die Mitte eines Flusses, es ist nicht klar genau, in welchem Fluss, ob es die Ganges war oder eine andere, um dort zu sterben. Nach einer Tradition hat er einfach ein Boot genommen, aber das war zu einfach für eine andere Tradition. Nach einer anderen Tradition ist er so über die Mitte des Flusses geflogen und dort ließ er sich in Flammen aufgehen, und so dass die Asche so auf die 2 Ufer gefallen ist. Aber es scheint unbestreitbar zu sein, dass seine Relikte in 2 geteilt wurden, so für die 2 Parteien. Und an den 2 Ufern dieses Flusses sind Stupas, Denkmäler gebaut worden, die ungefähr 1000 Jahre später von chinesischen Pilgern noch gesehen wurden. Bei seinem Tode war die Todesklage des Volkes noch größer als nach dem Tode des historischen Buddha, weil, wie erklärt wurde, solange derjenige noch lebte, der die Kutte und die Schale des Buddha getragen hatte, war es, als ob der Buddha selber noch am Leben war. Als die Bhikshus nach seinem Tode sich trafen, sprachen sie, ein Auge war er für die ganze Welt, welches die Düsternis am dunkelsten Ort vertrieb. Ich werde nicht versuchen, eine Zusammenfassung zu machen. Ich hoffe nur, dass so die Lebensbeschreibung den Eindruck von Ananda als Person gegeben hat. Eher möchte ich mit einem Lob für Ananda schließen, mit einem Lob aus dem Munde des Buddha, seines Vetters. Möchtest du den Dharma ehren, dann geh hin und ehre Ananda, den Beschützer des Dharma.